Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute reagieren wir nochmal auf ein Video, was sich ein paar aus meiner Klasse gewünscht haben. Ja, ich erfülle natürlich gerne Wünsche. Heute reagieren ich und der Paul und ich, Daisy nennt sich zuerst, Hallo. auf den guten N-Gaming. Ich sage jetzt nicht den echten Namen, es ist, und vorneweg, es ist kein Hate gegen den. Und falls der jetzt in der Schule ankommt und rumheult, deswegen, bitte, also, ja. Es ist kein Hate. Fünf Dinge Clash Royale braucht. Ja, Deutsch ist auf jeden Fall auch am Das ist jetzt das Start. nächste Video. Wir stecken mal gerade die Kopfhörer ein. Ja, da. Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Oh. N-Gamer. Heute für Da versteht man ja gar nichts. Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal N-Gamer. Heute fünf. Müssen die Kopfhörer, die hier der Paul mitgebracht hat, die sind sehr leise. Update-Ideen oder fünf Dinge, die an Clash Royale dazukommen sollten oder geändert werden sollten. Der denkt, sowas bringt Ja, ich habe Klicks. hier ein paar Notizen dazu gemacht. Gut, ich denke auch, ich Im bringe mit meinen dummen Hintergrund Videos Klicks. hört ihr jetzt mal ein Hauptsache, Replay weißt du, Leute, ihr müsst euch das und mal angucken. Es Gameplay. sind 2, wo er verloren hat und 1, wo er gewonnen hat. Er nimmt natürlich das, wo er gewonnen hat, ne? Das eine Mal, wo er einmal gewinnt. Laufen. Ja, und ich würde sagen, beginnen wir auch direkt mit dem ersten Punkt. Und zwar eine legendäre Karte für Arena 3, zum Beispiel den Barbarenkönig. Es gibt mittlerweile sehr viele legendäre Karten im Spiel. Und ich finde, es wäre schon schlau oder okay, wenn man für Arena 3 auch eine machen könnte. Das wäre Warum? viel Es zu ist OP. easy in Arena 4 zu kommen, obwohl ich es die ganze Zeit nicht geschafft habe und irgendwann hat es dann ein Freund für mich geschafft. Aber trotzdem. Zumal finde ich, dass der Barbarenkönig auch eine gute Idee als Karte wäre. Nee. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der Drache. Ja, der Babydrache wurde ja auch in Clash of Clans übernommen. Deswegen dachte ich mir, warum nicht den Drachen in Clash of Clans? Clash Royale. Er muss nicht unbedingt legendär sein. Auch eh. Gibt's nicht den Babydrachen in Clash Royale? Ja, er meint den Drachen, den normalen Ach Drachen. so. Das sollte ihn einfach geben. Vielleicht ist das halt ähnlich wie Nein, der warum nicht? Babydrache, nur dass es vielleicht nicht Ich, so viel warum? Schaden macht. Und ja. Weil noch Punkt Weil, zur muss ich mir Prüfung. noch gerade was Wäre ausdenken? vielleicht ganz gut. Es gibt jetzt nicht so viele Token, die vielleicht einen Schaden machen. Dann Nee, gar habe ich nicht. den dritten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, wäre das gleichbleibende Kartenniveau. Was? Was? Ja, beim gleichbleibenden Kartenniveau ist es recht schnell erklärt. Es werden mit den Abwehrsjammer-Karten Karten schlechter oder besser gemacht. Und das finde ich nervt ein bisschen. Man sollte sich einmal festlegen, wie die Karte sein soll. Und so Wieso? bleibt die Wenn jetzt dann. zum Beispiel eine neue Karte rauskommt, Ja, dann dann ist ja ist. die effektiv gegen eine andere und muss daher runtergesetzt werden und die andere ein bisschen Ja, hoch, und damit dann es gleich müssen die besetzt auch ist. rumprobieren damit. Sonst wären die Karten viel zu Das macht OP. gar keinen Sinn. Nee, macht's nicht. Also ist nicht so, erst ist ja so schlecht. Ein gutes Beispiel ist das Kampfholz. Das wurde. War mal richtig gut, dann wurde es wieder verschlechtert, jetzt wird es wieder ein bisschen verbessert. Ist schon Aber OP. Was wurde denn das Kampfholz verbessert? Vielleicht 5 mehr Schaden oder so. Hä? Das. Keine Ahnung. es war wieder, war mal viel besser als es zurzeit ist. Und das nervt. Ja, es nervt mich auch. Ich Da ja, finde ich wirklich, könnte dass echt man kotzen. das Ich mal kann da ändern mitfühlen. sollte. Ich fühle mit ihm. Und ja. Ja. Der vierte Punkt wäre noch ein Kartenvorschlag, und zwar der Heiler. Heiler. Hi. Den gibt es ja auch in Clash of Clans schon, den sollten eigentlich viele kennen. Der. Das ist der am Rauchen? Ja, Leute, was geht? Jetzt lassen wir natürlich einen Daumen nach oben da. Der Heiler wurde jetzt Was übernommen, war davor das? wurde er auch schon übernommen. Ich werde der Heiler wäre wirklich eine gute Idee, auch Es um gibt die eigentlich nur Kombination besser eine Heilerin, aufzunehmen. aber. Und überhaupt, ich würde den Takt. Hallo? Er kann kein Deutsch. Fünf Dinge Clash Royale braucht. Fünf Dinge Clash Royale braucht. Wert von Clash Royale steigern. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt ja, wie gesagt, anderer Meinung sein. Ja. Und dann noch einen letzten Punkt, und zwar ein neuer Seltenheitsgrad, und zwar ungewöhnlich.
Ich weiß nicht, den. Hä? Warum? Wie scheiße sollen denn dann die Karten werden? Die gewöhnlichen Karten sind ja schon scheiße. Guck mal. Teilweise. Skelette sind gewöhnlich. Die gehen ab. Was soll denn dann ungewöhnlich sein? Eine Ameise. Die den Gegner ablenkt. Die spuckt den Gegner an und verwirrt ihn. Auch in Dragon Mania Legends. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das Spiel von euch kennen. Mach Werbung. Auf jeden Fall mein Sponsor auch unten in der Beschreibung verlinkt. So, könnt ihr gerne mal, erster Link in der Videobeschreibung. Mhm. Da. Da. Seht ihr den Link, Leute? Super. Das ist halt Clash of Clans mit Drachen. Und da gibt es diesen Ungewöhnlichkeit gerade auch, weil einige seltene Karten sind halt einfach nur selten. Und ich habe noch ein paar Karten rausgeschrieben. Also es sind drei seltene Karten. Du kannst schreiben? Ungewöhnlich machen. Er kann schreiben, Leute. Das ist einmal der Riese, weil den hat man ja von Anfang an, der ist ja nicht wirklich selten. Können wir ungewöhnlich dann machen. Und dann noch einmal den. Digga, der ist selten. Warum sollte man den von selten auf ungewöhnlich machen? Wenn man einen Riesen ungewöhnlich macht. Riese ist und krass. Und der dann angeblich schlechter ist als zum Beispiel Skelette. WTF? Soll er dann 20 Leben haben oder wie? Fump. Also um seinen Sinn verstehe ich manchmal nicht. Fump. Jetzt kommt das nächste Beispiel. Feuerball. Das ist eine ähnliche Karte, die kann man auch sehr schnell. Und eine Karte, die steht so ein bisschen für mich auf der Kippe. Jetzt sagt er so, ja, noch eine Karte. Ja, also die Prinzessin sollte ungewöhnlich sein. Die ist scheiße. Also, Kippe. Die. Auf der Kippe? Da weiß ich jetzt nicht, ja. Ist das nicht doch berechtigt selten? Das war das Musketier. Schreibt mal zu eurer Meinung, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Okay, wurden da Meinungen in die Kommentare geschrieben? Nein, natürlich nicht. Das Video hat 6 Aufrufe. Ui, und ein Dislike und ein Like. Wieso soll denn das Musketier ungewöhnlich sein? Ich verstehe den nicht. Ich auch nicht. Was ihr machen würdet, das war's dann jetzt auch schon wieder von dem Video. Ciao. Was ist das für ein Ende? Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Book Show. Erstes Video auf einem neuen Account. Leute, Alter, wir gucken, wie heißt das Spiel nochmal? Boah, Castle Crush. Crush. Castle Crush? So, das gucken wir noch, Leute. Ja, und dann, ein Video geht noch. Jo, Leute, was geht? Und wir kommen zurück zu Castle Crush. Ich stelle mir das vor allem gerade so vor. Er drückt auf Aufnahme. Läuft's? Jo, Leute, was geht? Jo, Leute, was geht? Und wir kommen zurück. Der hat übrigens meine Begrüßung geklaut, ne? Also, Das geht nicht. Da kommt ein Distrack. Ja, Mann. Da gibt ein Distrack. Castle Crush. Ja, wir sind gerade leider wegen Internetproblemen, habe ich einen Fight gemacht, bin in Book 3 gekommen. Die Aufnahme wurde wegen Internetproblemen abgebrochen. Abgestochen. Ja, ich würde mal sagen, beginnen wir jetzt mal direkt in der Schlacht in Book 3. Jetzt kommen seine Skills in Castle Crush. Boah, sieht das geil aus. Ja, boah, sieht super aus. Sand. Boah, er heißt Jojo. Junge, du Jojo, Junge. Bist du denn für einer? Die Umstände, sie schreien nach einem Krieger. Was? Die Umstände schreien nach einem Krieger? Da ist kein Schwein, Junge, von dem Gegner. Du kommst einfach durch, aber die Umstände schreien nach einem Krieger. Er wehrt sich nicht, ja, okay. Er setzt sich nicht zur Wehr. Gegner, dem einfach scheißegal ist. Nee, doch nicht, okay. Ich dachte gerade. Der hätte so jetzt das, die Burg kaputt machen müssen und dann in den Titel packen müssen. Das spannendste Battle ever. EU West 1 Video voll nice Roffel XD. Auf Kanal von mir. Oh mein Gott. Was hat denn das jetzt gebracht? Ja, den Golem kriegen wir auf jeden Fall locker easy. Ja, locker easy. Dein Golem hat 0,1 Leben. Aber der Fernträger sollte auch kein Problem sein. Ganz entspannt. Ist das ein Problem, wenn der immer mit seinem. Wie viel Feuers hat er denn drin? Feuers? Wie viel Feuers hat er denn drin? Oh, Nick. Oh, Annie? What the fuck? Okay. Kannst du euch den Namen sagen? Ich glaube, das juckt den gar nicht. Ui. Geht damit zum Schulleiter, ich sag's dir.
Oh nee, der. Ich hab meinen YouTube-Kanal gemobbt. Scheiße. Hab ich da schon gesagt, dass der in unserer Klasse ist? Ja, ganz am Anfang. Läuft bei mir. Gedächtnis ist da. Mich. Ohne Scheiß. Ich hab. Hab ich zwar am Anfang schon gefragt. Warum nimmt man denn sowas so auf? Mobitzen und dann da recorded bei Mobitzen. Ach du Scheiße. Und damit so schwarz drin. Ich kotz gleich. Boah, ich kann mir das echt nicht angucken. Ich sag jetzt nicht, dass meine Videos mega geil sind, ne? Aber ich habe keine schwarzen Ränder. Alter, jetzt hat er da zwei Dämonen. Was ist bei dem Jungen falsch gelaufen? Was ist bei deiner Qualität bei deinen Videos falsch gelaufen? Ja, das ist ein Problem, Niklas, ne? Ja. Der wird jetzt ein bisschen locker easy. Ja, okay, der wird uns den Tower holen. Och. Aber kampflos geben wir uns mal nicht geschlagen. Doch. Hat der da eine Statue hingesetzt? Leave. Rage Quit. Rage Quit. Titel Rage Quit im ersten Match. Piss dich, du Spinner. Piss dich, du Spinner. Asozial ist er auch noch. Jetzt macht er auch noch einen. Okay, wir haben auch wieder einen Inferno. Gut. Sehr gut. Er bringt viel bei den ganzen. Boah, da bringt der aber viel jetzt. Ja, und er hat unsere Burg. Oh, schade. Gut. Boah, bitte steig ab. Schade. Ja, ich würde sagen, wir springen direkt in den nächsten Schlag. Ach nee. Und verlieren nochmal. Oh nee. Nee, lass mal. Ja, hoffentlich fliegst du aus der Burg. Noob. Okay, wir spielen gegen Noob. Also, das heißt, haben wir nichts zu besprechen. Der Noob spielt gegen dich. Kein Problem für den Noob. Ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt gleich mit dem. Wenn er jetzt gegen den verliert, der sich selbst Noob nennt, ne? Alter, dann. Guter Mann, guter Mann. Meine Karte leider verbrannt, egal. Och nee, ich habe jetzt keine Lust, was gegenzusetzen. Das wäre aber, glaube ich, eine gute Idee. Wäre eine gute Idee, da was gegenzusetzen. Es war eine schwere Entscheidung, Leute, aber. War eine sehr schwere Entscheidung. Ja, bitte. Jetzt kommt direkt die nächsten. Leute, die bei mir Seiten gleich. Jo, das ist der Sinn vom Spiel. Wieso gibt's denn dann drei Wege? Oh Mann. Ich glaube, das macht jeder. Eben. Außer Niklas. Und ihr hört mal an, schnell auf die Burg zu beschießen. Och, hier, die hab ich mal wieder übersehen. Oh, schade. Oh, armer Niklas. So, wir sitzen noch am Basilisten. Oh, jetzt kommt wieder Lady. Ja, ist doch egal. Das ist wieder der Bruder da, der dazwischen labert. Was, hat er was gesagt? Ja. Nein, warte, da davor war das. Deswegen hat er gesagt, er ist doch egal. Oder? Und ihr hört mal an, schnell auf die Burg zu beschießen. Ach, hier, die hab ich mal wieder übersehen. Und jetzt gleich. So, wir sitzen noch am Basilisten. Ja, ist doch egal. Hauptsache, wie man immer, wenn der spielt, dieses hört. So, Leute. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Auf meinem Kanal. Wir spielen Clash Royale! Junge, Junge, Junge. Oh, mir wurde ein Kommentar geschrieben. Ein Kommentar geschrieben. Von dir, alles klar. Dieses aktive Commentaries auch bewundert. Ja, der sollte das nicht hinbekommen. Da sind auch Leute, hier sind ja überall welche. Der Noob ist überhaupt. Leute, das gibt's doch gar nicht. Er verliert gegen jemanden, der sich selbst Noob nennt. Oh, Niklas. Gute. Junge, er. Was hat er gesagt? Kann man den nicht irgendwie beleidigen? Ja, das ist das Beleidigen. Emoji. Oh, wir sind safe. Immer noch im Buch. Falken oder noch eine Schlacht. Scheiß mal drauf. Hä, das Video ist so kurz. Der beendet das mittendrin. Leo. Nein. Das bricht einfach aus Versehen ab. Und er hat dann aus Versehen hochgeladen. Weil das Video so qualitativ hoch war. Qualitativ hoch. Okay. Hochwertig war. Oh, ich hab verloren! Wenn das jetzt echt mitten im. Nein, das hat. Ich guck gleich, ob man
Ist so. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Ich mach mir in die Hosen. Er lädt eine verkackte Aufnahme hoch. Er sagt selber, dass die Aufnahme verkackt ist und lädt sie hoch. Was geht bei dem? Hilf! Scheiße, ey. Er sagt selber, dass die verkackt ist. Also Leute, haltet euch von diesem Kanal fern. Allein das Profilbild ist echt schon N-Ming? N-Gaming. Klingt wie so ein Kini-Kini-Chinese. Boah, Leute, aber eine Frage, ist euch mal in seinen Videos dieses dauerhafte Fiepen im Hintergrund aufgefallen? Das ist immer so ein... Ankündigung. Ich würde sagen, die Ankündigung, die würden wir uns im nächsten Video angucken. Falls ihr das möchtet, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich weiter auf Endgaming oder weitere Kanäle oder so reagieren soll. Könnt ihr das natürlich gerne zuschicken, in die Kommentare schreiben oder... Zuschicken oder in die Kommentare schreiben oder auch zu... Das geht auch, Leute. Über per Post. Aber schreibt dann... Brieftaube, genau. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Endgaming, gute Videos. Props an dich. Gute Videos, schaut bei dem auf jeden Fall mal vorbei. Nicht. Oder nicht. Könnt ihr auch sein lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Nehmt das Video nicht so ernst, es ist kein Hate, es ist einfach Reaktion auf Videos, die nicht so ganz gelungen sind. Ja, es sind nur Verbesserungsvorschläge an Niklas. An Endgaming. Zum Beispiel keine verkackten Aufnahmen hochladen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Tschüss.